Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Und zwar ist das ein Aquamenta-Tabak. Und zwar geht es heute um den Aquamenta Exotic. Ja, Aquamenta typisch, das Ganze bekommt ihr hier in so einer Pappverpackung, in einer Pappumverpackung. Ich habe hier hinten ein Stück rausgeschnitten. Und das Ganze kostet 17,90 Euro für 200 Gramm. Dann kauft ihr für 1,49 Euro noch diesen Aqua One Shot dazu. Darin enthalten ist die Minze bzw. das Menthol. Das heißt, ihr bezahlt dann ungefähr 19,40 Euro für 230 Gramm Tabak. Und das Ganze ist ja wieder in so einer Metalldose. Ich habe hier vorne wieder das Teil von der Pappe draufgeklebt. Der Tabak ist in diesem bekannten Factory Pack von Adalia/Aquamenta. Und dann gucken wir uns jetzt den Schnitt an und kommen zum Geruch. Ich würde als erstes dran riechen. Also man merkt auf jeden Fall die kühle Note. Ja? Die ist gut vorhanden beim Geruch. Und etwas sehr, sehr, sehr Fruchtiges. Das Ganze soll laut Aquamenta selber Bärenmix, Maracuja, Orange, Pfirsich und Zitrone sein. Also bunt gemischt das Ganze. Und Aquamenta Exotic, ja, klingt wie Fanta Exotic. Ich habe mir hier jetzt mal das Getränk dazu geholt, also Fanta Exotic. Und wir werden das Ganze mal im Geschmack vergleichen, wie Aquamenta da so rangekommen ist. Zum Schnitt und zur Feuchtigkeit muss ich sagen, es ist wieder wie bei Aquamenta in letzter Zeit oder allgemein ein ziemlich grober Schnitt. Ich bin da nicht unbedingt der Fan von, aber es geht einigermaßen zu bauen. Feuchtigkeit ist nach dem Shot schon sehr gut eingezogen. Ihr lasst das Ganze einen Tag stehen und habt dann vollen Geschmack. Es ist theoretisch nach, ich glaube, 30 Minuten, sagt ATH, rauchbar. Ich lasse es immer 24 Stunden stehen, zur Seite auf der sicheren Seite, dass das Ganze richtig eingezogen ist. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht mehr lange drum rum. Ich zeige euch hier den Kopfbau im Schnelldurchlauf, mache währenddessen mir hier schon mal meine schöne eisgekühlte Fanta Exotic auf und dann rauchen wir das Ganze mal. Also bis gleich. So, willkommen zurück, Freunde. Kopfhörer habt ihr gesehen, Werkbund Zeus, locker gebaut das Ganze mit drei Kohlen im Callout Lotus 1. Das Ganze stand jetzt 5 Minuten, das heißt, der Kopf ist warm. Wir riechen mal kurz am Getränk. Ja, es ist eine ähnliche Note, also das Fruchtige kommt rüber, die Minze natürlich nicht. Dann stelle ich das mal hier rüber. Und wir nehmen mal den ersten Zug zum Setup. Ja, Kopf wisst ihr ja schon. Und wir rauchen das Ganze heute in der Amy Carbonica Gear. Also zum Rauch, ja, Aquamenta typisch, es raucht sehr gut, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Jetzt beim Einziehen habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass die Kühle ziemlich stark am Start ist. Ja. Bei den anderen Tabaken, wie zum Beispiel bei dem Tropical Guave oder beim Black and White, ist ja die Minze bzw. das Menthol nicht so prägnant, sondern schon eine relativ leichte Note. Ja. Beim Exotic finde ich allerdings die Mentholnote oder die Minznote schon etwas stärker. Sie ist jetzt keineswegs zu kalt, aber man merkt sie auf jeden Fall schon. Zum Geschmack. Wenn jemand von euch alle 2, 4, 5 Geschmäcker rausfinden oder rausschmecken kann, dann herzlichen Glückwunsch an euch. Ich kann es nicht.
Für mich ist es einfach, ja, ein brutaler Mix aus exotischen Früchten, was es ja mit dem Namen Exotik auch eigentlich schon sein soll. Auf jeden Fall ein total brutaler Mix. Wir kosten jetzt mal von der Fanta. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist schon ziemlich ähnlich. 1:1 kriegt ihr natürlich nie hin, ja. Das ist bei, also ich kenne keinen Tabak, der 1:1 an irgendein Getränk oder so rankommt. Aber er ist sehr, sehr gut getroffen. Ja, der ist sehr gut getroffen. Jetzt so nach ein paar Mal ziehen, unterdrückt es auch die Minze immer stärker. Also die Minze wird schwächer und die Frucht kommt mehr durch. Und einfach lecker. Ja. Es ist ein sehr, sehr schöner, exotischer Mix aus Früchten. Der Bärenmix, der da jetzt mit bei ATH dazu stand, keine Ahnung, den schmecke ich nicht so sehr raus. Vordergründig finde ich, die Maracuja schmeckt man sehr stark. Und im Abgang hat man dann so eine, ja, Orangen-Zitronennote, so ein ganz komisches Gemisch aus beiden, was das Ganze aber sehr gut abrundet. Den Pfirsich da drin schmecke ich jetzt nicht so stark. Also wenn ihr keinen Pfirsich mögt, ihr werdet den Exotik, denke ich, trotzdem mögen, weil man den Pfirsich gar nicht so sehr schmeckt. Alles in allem ist es halt einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtbild, wo ich jetzt keine einzelne Frucht extremst rausschmecke. Und ja, damit macht das für mich den Aquamenta Exotik zu einem ziemlich guten Sommertabak. Und ja, wenn ihr einen schönen fruchtigen Mix sucht, der ja in Richtung Fanta Exotik geht, dann probiert den auf jeden Fall aus. Ich finde ihn ziemlich nice. Und ja, mir bleibt dann nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Maischisch.